15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Niemand hätte einer Irren geglaubt. Und dann noch eine Irren, die in schwerer Sünde lebt. Eine solche Person wäre doch wohl nie ein Opfer von Vergewaltigung geworden. Nein, sicher nicht. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen. Sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Das waren die einzigen Behandlungen, die einen Versuch wert waren. Ihr war zu viele und weil sie so wenig waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als diese Hölle so in Schach zu halten. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben. Also die haben denen einfach eigentlich nur irgendwelche Spritzen gegeben, um die ruhig zu halten. Ob die letztlich jetzt eigentlich irgendwie geholfen haben, sei mal dahingestellt. Also jetzt höre ich auf euch. Ich frage den Chat, was soll ich nehmen? Ich finde B geht gar nicht. Weil das würde das Verhalten der Ärzte und der Pfleger ja eigentlich rechtfertigen. Und ich finde, egal was die gemacht haben, wie die mit den Patienten umgegangen sind, egal was die gemacht haben, es rechtfertigte nichts, sowas zu machen. Ich gebe dir eine Spritze, Hauptsache du bist ruhig, der Rest ist mir Bums. Geht einfach nicht, das geht nicht. Und eigentlich, seine Behandlung zu tarnen, ist eigentlich auch... keine Ahnung. Ich glaube, der Chat hat heute eine verdammt lange Verzögerung, kann das sein? Also ich würde ja tatsächlich zu A tendieren, weil die anderen beiden, weiß ich nicht, mit den Behandlungen versuchten sie uns zu verwirren, mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskranke einverleiben wollten. Zumindest befürworten würde, was die damals gemacht haben. Aber eigentlich mit jeder der 3 Antworten. Oben, tanzt es als Behandlung bei den anderen beiden ist es eine Rechtfertigung. Ich würde 10 nehmen. Ja. Sehe, der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, die gemacht haben. Ja klar, natürlich. Die nutzen das natürlich dann voll aus, ne? Ist klar. Der Zweck heiligt immer die Mittel für jene, welche die Macht haben. Gut, die haben das natürlich ausgenutzt. Die haben... Ja, gut. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht. Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde.
ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Auf einmal ist sie von einem Fremden, der eingedrungen ist, vergewaltigt worden. Ja, genau. Und dass es einer der Pfleger war, das hat sie sich natürlich nur eingeredet. Ja, genau, ey. Das sieht man mal, wenn Leute, wir haben ja gerade das mit der Macht und so in C gehabt, das habe ich genommen, wie die sich das hindrehen, dass es so passt, damit die fein raus sind, ey. Das ist widerlich. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Das war alles gut ausgedacht. Vielleicht geht es gar nicht um René, um diese René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Also ich würde tatsächlich jetzt das hier nehmen, weil... Ja, natürlich denken die sich dann irgendwelche Geschichten aus, um nicht zugeben zu müssen, dass die Patienten in dieser Anstalt misshandelt werden, logischerweise, ne? Ist klar. Und deswegen erfinden die irgendwelche Lügen, die sie dann der Polizei besagen, um sich einfach abzusichern, dass sie fein raus sind. 13. Juni. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen. Hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Mhm. Klar, logisch. Weil die natürlich ungestört ihre Experimente weitermachen wollten. Die Elenden dieser Welt wurden hier reingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Wer hier Insasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war, euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Also nur wenn die Patienten, sag ich mal, wenn ich es richtig verstehe, Briefe regelmäßig bekommen haben, haben die schlimmere Experimente mit den Insassen vermieden, weil ja dann immer noch Leute da waren, die Interesse an den Insassen gezeigt haben, also an den Patienten. Ne? Einzige, was gezählt hat, war euch ruhig zu stellen, ist klar. Die haben die da gehabt, die wollten eigentlich nur ihre Ruhe, die wollten da rein, die wollten ihren Job machen, wollten dann abends nach Hause und alles. Wie es den Patienten geht, war denen vollkommen Bums. In dieser Welt wurden hier eingekerkert, der Rest der Welt brauchte keine Gedanken mehr an sie zu verschwenden. Ja, ist klar. Ne, wenn die damals mit den Familienmitgliedern nicht fertig geworden sind, haben sie geschnappt ab in die Psychiatrie, haben... Wussten, da sind sie aufgeräumt, dachten, sie sind gut versorgt womöglich, weil sie nicht wussten, was in solchen Anstalten dann vorgeht. Und haben sie dann zum Teil vergessen und mit denen haben sie dann gemacht, was sie gewollt haben. Und damit sie ihre Ruhe haben, haben sie sie einfach ruhig gestellt. Ich habe kein menschliches Wesen mehr. Ja, es ist einfach so. Kein Kontakt mit der Außenwelt, wo wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Eben. Ja. Weil ihr ruhig gestellt wurdet. Ich würde tatsächlich B nehmen. B. Ruhig. Sei friedlich. Nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Ja. Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen das Rückstellen. Das war nur zu eurem Besten genau. Gab es eine andere Lösung, ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. Ja gut, klar, natürlich. Die haben den Leuten erzählt, wir mussten sie ruhig stellen, weil sich ihr Zustand verschlechtert hat, tralala.
Und ja, jetzt geht's ihr halt einfach so schlecht und sie ist jetzt in dem Dämmerzustand, weil wir sie ruhig stellen mussten. Sie müssen sich keine Sorgen machen, tralala. Und dann waren die Angehörigen beruhigt, die Ärzte hatten ihre Ruhe und konnten weiter ihre Schmuh treiben. Also, es ist einfach so eklig, was die mit ihnen gemacht hat. Ein normales Leben wäre sowieso nicht möglich gewesen. Doch, wenn man den Leuten mal ordentlich geholfen hätte, wäre es tatsächlich möglich gewesen. Ne? Heute macht man ja auch keine Elektroschocks-Therapies mehr oder irgendwelche Ruhigstellungen und keine Ahnung, was da noch alles war. Was in kleinen Räumen. Also, ja, ist nicht auf jeden Fall weiß. Leichter akzeptieren, ja, ganz klar. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung, auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig, sie wäscht und pflegt sich. Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Genau, es ist ja klar, dass die behaupten, die... Aber die Musik ist laut auf meinem Ohr. Okay, die Musik ist nicht mehr laut auf meinem Ohr. Es ist ja klar, dass die da jetzt einreden. Ich meine, die haben die getrennt, nachdem die sie zusammen in der Dusche erwischt haben. Die wollen natürlich nicht, dass die zwei weiter Kontakt haben. Ist klar, erstens mal das. Und das nächste ist natürlich, dass... Achso, da laufe ich nur im Kreis. Ich gehe mal davon aus, dass die mit der irgendwelche Experimente gemacht haben. Hier liegt ein Zettelchen. Moment. Klinisches Tagebuch über René T. Symptome und Behandlung. Eine oder mehrere der folgenden anormalen Verhaltensweisen angeben. Geschwätzig, nymphoman, albern, labil, nervös, laut, extravagant, erotisch, bedrohlich, launisch, halluzinierend, roter Kopf, erregt, ruhelos, exhibitionistisch, rebellisch, respektlos, faul, verlogen, zickig, gern flirtend, impertinent, beleidigend, grausam, wütend, herrschsüchtig, freundlich. Ich meine, wenn man extremst gereizt ist, nervös ist, labil, okay, sind das schon gewisse Krankheitssymptome. Ja, Erotik ist bedrohlich. Und roter Kopf ist natürlich auch ein sehr gefährliches Zeichen, ganz klar. Ich weiß nicht, was die damals alles erfunden haben, um den Leuten irgendeine Krankheit zu einzureden, den Angehörigen anzulügen, was die wohl haben. Hauptsache, sie können die Leute hier einsperren. Und wenn die, und ich nehme mal an, wenn die Angehörigen von den Ärzten bestätigt bekommen haben, hey, ja klar, der ist krank, der hat das und das, das und das ist ein Symptom dafür, Dann waren die Angehörigen wahrscheinlich beruhigt und haben gedacht, ja, wir helfen dem ja, wenn wir denjenigen hier hinbringen. Ah, hier ist noch ein Zettelchen, guck mal. Aufgezeichnete Besuche von René T. Datum, Zeit, Personendaten. 10. April. 10. April 1938. Adele T. und Una M. 15. Juni 1938 um 9.15 Uhr. Polizist wegen Befragung. Ach, wahrscheinlich wegen dieser angeblichen Vergewaltigung von dem anderen Typ, von dem Fremden. 25. Juni 1938 um 15.30 Uhr. Bruna M. 20. April 1940. Onofrio P. 13. Juni 1940. Unerlaubte Besuche. Auf einmal unerlaubte Besuche? Ich glaube, die hatten hier schon ihre Pläne mit dieser René und haben dann wahrscheinlich tatsächlich irgendwann irgendwelche Geschichten erfunden. Was leuchtet hier so? Und haben dann einfach gesagt,
die, oh, ich hasse diese Geräusche im Hintergrund, und haben dann halt einfach irgendwann gesagt, ja, das sind jetzt einfach unerlaubte Besuche. Boah, ich geht nochmal F. Crouch kann ich nicht, okay. Hier ist aber nirgends irgendwas. Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann haben wir noch einen Rollstuhl ohne. Oh nee. Oh ja, klasse. Da fragt man sich, ob die sich selber erhängt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, oder ob die aufgehängt wurden. Das ist natürlich. Das ist natürlich nicht ganz unabwegig, würde ich mal sagen. Was haben wir da alles? Wir müssen Spuren nach Mara suchen. Ich gucke mich aber trotzdem um. Denn diese kleinen Zettel, die wir überall finden, die geben uns ziemlich viele Hinweise darauf, was hier denn sonst noch so abgegangen ist. Moment. Wir können im ersten Stock zwischen den Bündeln mit der persönlichen Habe der Insassen nach ihren Sachen suchen. Ah, das heißt, wir müssen wieder zurück ins Archiv und da jetzt die Sachen von Amara suchen. Und uns mehr oder weniger die Bestätigung holen, dass wir tatsächlich uns die Amara nicht eingebildet haben. Ich meine, die steht zusammen mit der unter der Dusche und auf einmal soll sie die sich eingebildet haben. Ich glaube eher, dass die hier irgendwas vertuschen wollen, habe ich das Gefühl. Okay, also hier sind die Bündel. Schauen wir uns das Ganze mal genau an. Was ist das hier? Ach, hier steht das sogar, Amara. Oder? Das sind Amaras Sachen. Da bin ich sicher. Lass mal da drauf. Nehmen wir an. 12. März 1938. Heute ist ein Mädchen angekommen, René. Sie ist verstört vor Angst, die Arme. Hast du gesehen? Weißt du noch, als wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Ich habe ihre Mutter gesehen, die arme Frau. Sie hat sie mir anvertraut, hab ihr versprochen, auf ihre Tochter gut aufzupassen. Sie ist sehr besorgt und hat gesagt, dass sie René, ihre Tochter, die Puppe weggenommen haben. Und ohne ihre Puppe kann sie sich nicht verständigen. Wenn sie so bedrückt wie jetzt und so verschlossen ist, dann ist die Puppe für sie Stimme, Augenlicht und Gehör. Dr. B. hat gemeint, ich werde bald weggehen. Es tut mir leid, René hier lassen zu müssen, sie nicht mehr beschützen zu können. Arme Freundin, sie hat gehofft, von hier weg zu können. Aber von hier kommt niemand weg. Diesem Mädchen geht es wirklich sehr schlecht. Sie hat nur mit mir gesprochen. Ich habe ihr von meinem Weggehen erzählt. Sie hat mich angestarrt und versichert, dass ich niemals weggehen werde. Sie hat mir fast Angst gemacht. Dann kamen ihr die Tränen. Mir auch. Sie hat fast nichts gesagt. Ich mache mir Sorgen. Dieser widerwärtige Mann hat sie sich schon wieder ausgeguckt. Da bin ich mir sicher. Er hat sie hereingeholt. Es gibt so viele ordentliche Leute hier. Ausgerechnet er. Sie wusste es. Ich habe ihr alles erzählt. Sie wusste von dem Mann. Darum wollten sie auch, dass sie aus meinem Leben verschwand. Aber ich habe sie einer befreundeten Krankenschwester, einer gutmütigen Frau, ans Herz gelegt. Sie wird sicher auf sie aufpassen. Ihre Freundin, die Krankenschwester. Ich erinnere mich irgendwie. Sie hat in dieser Abteilung gearbeitet. Amara, da ist sie. Sie existierte eben doch. Da ist sie, meine Freundin. Okay. Hier sind wir zusammen. Wie ist es möglich, dass ich auch nur einen Augenblick lang geglaubt habe, dass sie nie existiert hat? Ja. Dass sie ihr das nur einreden wollten, dass die Amara verschwinden musste, ne? Und den Kontakt auch nicht mehr zu René aufrechterhalten durfte, nachdem die das mitgekriegt hat, dass der eine Pfleger sie vergewaltigt hat. Was ist denn das für ein Geklingel hier? Wo kommt das her? Hier geht. Okay, das geht nicht. Sonst kann ich hier nichts machen, bis auf die Bilder und das Buch.
Na, gucken wir's. Suchen wir nach den Sachen der Krankenschwester. Im Schwesternzimmer im ersten Stock. Im Schwesternzimmer. Mal gucken, wo das Schwesternzimmer ist. Im ersten Stock sind wir. Wie gesagt, ich denke mal tatsächlich, dass diese Amara... Oh, hier ist auch ein Plan. Cool. Muss ich gar nicht bis vorlaufen. Das Schwesternzimmer ist die 13. Und zwar ist das... 12? Ist das die 13? Nein, hier ist die 13. Ich bin hier, also muss ich die zweite Tür nach rechts. Also nicht hier, sondern da. Okay. Was ist denn das? Warum habe ich nur das Gefühl, dass ich die Dinge alle umdrehen kann? Aber es funktioniert nicht. Was ist denn das eigentlich? Das ist ein... Oh, das ist ein Plan. Ein Plan vom Gelände. Okay. Ist das die Krankenschwester vielleicht? Scheint so. Das könnte diese vielleicht sein, oder? Italiener ergreift die Waffen. Der Duce verkündigt den Eintritt Italiens in den Krieg. Krieg Masolinis Ansprache, Mitteilung des Führers an König und Duce. Okay, was ist das da? Das neue Gebäude für Tuberkulosekranke wird eröffnet. Eröffnung des Pavillon Maragliano. Aufrecht. Was ist das? Sie hat meistens im Pavillon Maragliano gearbeitet. Los weg von hier und suchen wir diesen Pavillon. Pavillon? Hier war René allein. Sie war von Charlotte allein gelassen worden. René war ohne Charlotte nicht mehr in der Lage, mit anderen zu sprechen. Mama wusste das. Ich habe gerade gedacht, das ist eine Knarre, aber es ist ein altes Bügeleisen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt dieses... Warum ist es da vorne so gelb? Mariano, so hieß ein anderer...